2. Heute gibt es wieder mal einen ausländischen Tabak und zwar haben wir mitgebracht den Mizo Himbeere / Raspberry. Also die OVP, das ist ein Ausländischer aus der Schweiz. Der hat gekostet, umgerechnet, ca. 3 Euro für die 50 Gramm. Der Schnitt ist wirklich sehr gut, also überhaupt gar keine Äste drin und fein und relativ feucht. Ja, also für den Preis auf jeden Fall schon mal ein ziemlich guter Schnitt. Ja, wir rauchen mit der NPS, wie eigentlich immer, mit den zwei Glasschläuchen von Kai und E-Glas, haben den Sapphire Hotshot oben drauf, momentan auch den Windschutz, weil wir zwei halbe Kokokatscha drauf haben. Bei der Feldlochung. Zum Geschmack, also der Tabak, der ist relativ dezent. Ja, die Geschmacksintensivität ist nicht wirklich hoch. Man kann ihn allerdings relativ gut rauchen, finde ich, also er drückt gar nicht und ja. Nebennote ist gut zu erkennen, allerdings fehlt mir persönlich einfach nur eine bisschen stärkere, süßere Fruchtnote, die wir allerdings beim Five Pipe Set hatten. Und ja, aber wie gesagt, man kann ihn wirklich eigentlich gut rauchen. Ja, ich finde den Five Pipes vom Geschmack auch besser und deswegen kriegt er von mir 7 von 10 Punkten im Geschmack. Ich schließe mich mit 7 von 10 Punkten an. Ja, zur Rauchentwicklung, also ist halt ein ausländischer Tabak, unangefeuchtet. Und ja, ich finde er auch wirklich eigentlich ziemlich gut. Ja, bei der Rauchentwicklung kann man sich eigentlich nicht beklagen. Kriegt er von mir 8,5. Ja, von mir auch 8,5 von 10 Punkten. Ja, muss man nicht mehr anfeuchten, raucht schön, trieft nicht, kann man nichts sagen. Ja, also für den Preis und alles kriegt er dennoch eine Kaufempfehlung. Ist eigentlich echt ein toller Tabak. Ja, sehe ich genauso, guter Tabak. Wenn ihr einen intensiveren Geschmack wollt, dann würde ich halt den Five Pipes hinbelegen. Und ansonsten, wenn man einen günstigen Tabak will, der gut raucht, gut schmeckt und schön zu rauchen ist, dann ist der auf jeden Fall ziemlich gut geeignet. Genau, gut, das wäre es soweit wieder von uns. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.